Banana Rolls sind eine koordinativ mäßig anspruchsvolle Übung, die gleichzeitig die Rückenstrecker und die Bauchmuskulatur fordert. Ich werde es euch einmal vormachen und dann noch mal ein, zwei Wörtchen dazu sagen. Während dieser Übung berührt die ganze Zeit nur meine Körpermitte irgendwo den Boden. Das heißt, meine Oberschenkel sind nicht am Boden, meine Oberschenkelrückseite ist nicht am Boden, meine Brust ist nicht am Boden und mein Oberrücken ist nicht am Boden. Ich habe die ganze Zeit Kontakt nur mit dem Bereich um den Bauchnabel rum oder den Lendenwirbelsäulenbereich, wenn ich auf dem Rücken dementsprechend liege. Außer wenn ich natürlich über die Seite rolle, dann habe ich eine größere Auflagefläche an der Seite. Wichtig hierbei ist, vor allem wenn du auf dem Rücken liegst und diese Hollow Body Position, sagt man ja auch, oder im Deutschen nennt man es auch Schiffchen, einnimmst, dass du die ganze Zeit wirklich deine Lendenwirbelsäule, also den unteren Rücken, richtig in den Boden reindrückst. Ja? Das heißt, du kannst dich einmal so hinlegen, kannst dann auch eine Hand mal unter die Lendenwirbelsäule nehmen und in diese Schiffchenposition gehen. Und wenn du merkst, dass du die Hand eigentlich locker rausziehen könntest, da unten Luft hast, dann ist was falsch. Du solltest den Bauchnabel, also den Lendenwirbelsäulenbereich, richtig in den Boden reindrücken. Also hier darf keine Hand drunter passen. Das heißt Schiffchen auf Deutsch, weil wir so eine leichte Schiffchenposition haben. Oder Banana Roll, weil wir so eine leichte Bananenposition haben. Also sehr wichtig, richtig den Lendenwirbelsäulenbereich in den Boden reindrücken. Dann merkst du auch gleichzeitig, wie deine Bauchmuskulatur viel stärker arbeitet. Ja. Und dann rollen wir uns auf die Seite, auf den Bauch. Und auch hier sind wir in so einer Art Hohlkreuzposition, ja? Also in so einer Arch Position. Das heißt, auch hier wollen wir nicht ablegen, sondern die ganze Zeit Spannung behalten. Von hier geht es dann wieder zurück in das Schiffchen bzw. in die Hollow Body Position.